Die Arbeiten beim Murkraftwerk in Bruck laufen auf Hochtouren. Anders als im Frühjahr bringt der Lockdown diesmal keinen kurzfristigen Baustopp. Derzeit haben wir keine Verzögerungen. Im Frühjahr hatten wir ja 2 Wochen Stillstand auf der Baustelle. Jetzt läuft es ganz normal weiter. Natürlich mit verschärften Sicherheitsmaßnahmen und Schutzmaßnahmen. Aber die Baufirma hat das alles sehr gut im Griff und wir können auch derzeit noch sehr gut beliefert werden mit Materialien, die nicht aus Österreich kommen teilweise. Aus heutiger Sicht steht der für Ende Juni 2021 geplanten Probeinbetriebnahme nichts im Wege. Mit der Montage der Saugrohrschalung wurde kürzlich ein weiterer Projektmeilenstein abgehakt. Saugrohrschalung oder Saugrohr, das ist jenes Element, durch das zukünftig dann das Wasser fließen wird, bis es zu den bevor es auf die Turbinen stoßt. Und wo dann die energetische Umwandlung passiert. Also ein Herzstück, wenn man so will, des neuen zukünftigen Kraftwerkes. Das neue Murkraftwerk wird dann künftig über 7000 Haushalte mit Strom aus Wasserkraft versorgen. Die Vorteile dieser Art der Stromerzeugung liegen auf der Hand. Der Vorteil an Wasserkraft ist, dass Tag und Nacht Strom erzeugt werden kann, während bei der Sonne natürlich nur am Tag Strom erzeugt werden kann. Bei Wind nur, wenn der Wind geht, und Wasserkraft geht wirklich den ganzen Tag durch, Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr. Das ist klar, dass im Winter weniger Wasser ist, aber durchaus gibt es Winter in den letzten Jahren, wo auch die Wasserführung sehr gut ist. Außerdem haben Wasserkraftwerke eine Haltbarkeit von 100 Jahren und mehr. Man kann also durchaus behaupten, dass es sich hier um ein Jahrhundertprojekt handelt.